ich glaube, was geht das denn? Das willst du noch deine Mütze auf den Kopf behalten? Ja, ich habe
zum Weihnachtsgans, denn so kam's mit Feuerwehr. Mit Tapitan Taler her, wenn wir bringen Long Long Strauch, wenn er Long Long Leiter noch, wenn der Schneewasser marsch, Christmas ist now in einer Merry Christmas. Merry Christmas. Ultimative Test. Ich komme extra wegen euch. Das lohnt jetzt nicht. Wir haben nur noch selbst Ketchup. Also es ist, wir haben auch keine mehr, aber um die Uhrzeit werden wir jetzt wann, auch noch wann welche. Wann war denn jetzt auf eurer Beobachtung der große Knick, wo dann wieder nach Hause gehen? Ab 7:30. Genau. Und da sind einfach so. Ist ja eigentlich mäßig. Wirklich so. Halb steht 8. Nur dumm rum hier. Da steht ein Autoscooter, wo keiner fährt. Ja. Hauptmarkt, die Grüne, wo nichts los ist. Gut, alle schon zu, fast alle. Aber was soll das? Letztes Jahr ging es ja immer noch bis um 10. Heute geht es gleich bis 24 Uhr klar. Ja? Nein. Kommt nur, wer kommt? Kommt die Chinesen, Afghanen? Nö, hier, 14-Jährige, die kommen schon. Ja, bring ihr dein Gebet, ne? Das ist wirklich, also ab 7:30 legen wir dann aus. Wenn es bis um 12 Uhr geht, machen wir meistens immer so bis um 8:30, 9. Aber dann hören wir auch auf, weil es nützt nichts. Die schieben wir eben her. Die werden ja nicht besser. Ja. Und heute waren wir ausverkauft, das war nun schon um 7, aber 7:30 ist dann so und so auf. Da kann ich gar nicht heimfahren, da bin ich in einer Stunde da und wenn ich eben die drauf habe, ja, sind die halb null fertig und dann müssen Acker haben. Soll ihr morgen noch mit? Ja. Kommt rein. Oh, aber es ist halt eben echt schade. Wenn was ist, ist ja auch alles kein Thema, dann arbeiten wir ja auch. Nee, es liegt ja nicht an euch. Es liegt nicht mal an der Gotha. Aber sagen wir so, es liegt an uns. Das ist blöd, das zu sagen. Also ich habe mich mit dem Thema lange beschäftigt. Sagen wir so, hast du viel Geld in der Tasche, gehst du nicht auf diesen Weihnachtsmarkt. Ne? Ja, natürlich, ja. Da gehst du noch irgendwo hin, wo es eben schön ist, was viel Geld kostet. Dann hast du wenig Geld, hast du so wenig Geld, dass du hier auch viel Geld ausgeben kannst. Ja. Und das ist das Problem. Jetzt habe ich zu unserem Bürgermeister oder Bürgermeister Knut, pass mal auf, vergiss mal da die ganzen großen Pläne hier von wegen Einkaufszentren und so. Wir müssen erstmal Arbeitsplätze schaffen hier. Die Leute Geld verdienen. Ne? Ja. Nicht Geld ausgeben, sondern Geld verdienen. Und das ist gar nicht so einfach, sowas umzusetzen. Ich meine, ich komme aus dem Industriebau. Aber jetzt gibt es das Projekt von der EU, wo wir 300 Milliarden locker machen, nicht ausgeben, sondern aus privaten Vermögen locker machen. Ja. Für Infrastrukturprojekte. Und ich habe gesagt, was, jetzt machen wir einfach ein Werk. Fahren wir in Gotha. Gestern haben wir in Bochum das Autowerk zugemacht, sprengen an dem Projekt dran. So, weil die einfach ein Auto produzieren hat, was keiner haben will. Das ist logisch. Und wir bauen jetzt einfach Elektroautos, die jetzt auch der neueste Stand sind, aber die müssen so preiswert sein, dass sich die Leute dass auch es lohnt und dass die Leute sich gar nicht mehr kaufen müssen. Gleich mit Carsharing-System. Ja, das mache ich mit Renault zusammen, mit dem Renault Kangoo zum Beispiel. Den kaufst du zwar immer noch, aber schon die Batterie musst du mieten. Sag ich, Leute. Ja, also ich will ja gar nichts mehr besitzen. Ich will, dass hier ein paar Autos rumstehen, auf Knopf drücke. Also da blinkt das wie bei den anderen Autos. Wie es eben in Berlin auch geht. Es geht aber überall, geht das zu machen. Ja. Und mein Sohn, mein Ältester, hat gesagt, der liegt in seinem Transistor und sagt, das ist jetzt fast schon Standard, dass die Leute so denken, es wird immer mehr umgebaut. Ja, natürlich. Und die Technik ist da. Ja. Wir haben einfach jetzt den Umbruch. Wir haben jetzt 100 Jahre altes Auto gehabt, auch im Kopf, sage ich mal. Jetzt
Beginn und was weiß ich, 20 Jahre das Ganze umbauen, ganz schnell, das geht dann auch mal heute. Aber meinen Sie, das wird hier. Würde das hier funktionieren? Ja, wir nehmen in der Anfangsphase nehmen wir die Autos, die da sind. Ich kann also jedes Benzinauto und Elektroauto. Ja, natürlich. Na ja, klar, so, aber. Und sage praktisch wie in einer Taxigenossenschaft. Aber ich weiß nicht, ob so dieses. Carsharing. Ja, das ist. Die Leute, für uns Junge ist das vielleicht okay. Die Leute müssen das im Kopf erstmal verarbeiten. Ne? Wie gesagt, für unsere Altersgruppe bis 30 oder macht auch noch 35, mag das ja alles gut sein, aber für die. Ja, aber wenn ich dann unsere Jugend sehe, ja, ich sag mal, gut, ich bin 25, ich will mich jetzt nicht alt reden, aber wenn ich das dann aber hier sehe mit 14, meine Aale, meine Nutte, meine weiß der Huckuck was, ja, und sitzen hier mit der Schnapsflasche da und dann denke ich mir so, okay, das sind mal unsere Kunden, das sind auch mal vielleicht unsere, die wir einstellen wollen, weil wir Arbeit haben, ja. Was meinen Sie, wir suchen seit ein Vierteljahr eine Verkäuferin. Ja. Finden Sie eine? Nein. Finden Sie nicht. Man findet eigentlich gar nichts mehr. Keiner will mehr arbeiten. Ich weiß auch nicht, was Arbeit wird doch aber angeboten. Ja? Und hier bei uns kriegen Sie auch eine Volleinstellung. Das ist nicht befristet oder sonst was. Ich arbeite mit Schulen zusammen, mit verschiedensten Organisationen. Da Leute, ich fange mal bei den ganz kleinen Kindern an. Erstmal gucken, was wollt ihr, was können die eigentlich? Ne? Nicht, dass da irgendwie Maßnahmen sind, was steckt in den Kindern drin? So. Sobald die aber, was weiß ich, die denken, 14 hast du Jahre alt sind, das Leben gehört dir, das ist einfach so. Und diese Gesellschaft, sag ich jetzt, diese Generation, die schon die zweite hat es vier Generationen, ja. Die hat schon verloren, weil den Kindern kann es keinen Vorwurf machen. Nein, die Eltern nicht. Das schon vor. So, und die sind jetzt mittlerweile so clever, die können am Smartphone alles organisieren, die wissen, wo es am billigsten ist. Und ja, natürlich. So, die sind auch nicht doof, gar nicht so. Wir haben jetzt eine richtige durchwurschtelte Scheiße-Gesellschaft entstehen lassen. Ja, ja. Das haben wir in 25 Jahren super hingekriegt. Ja. Ne? Also ich bin jetzt nicht Verfechter von dem, was davor war. Ne? Ich war auch frustriert mit 30. Ich hatte alles erreicht und sage, ey, Scheiße, ich kann das Leben nehmen, weil es gibt nichts mehr. Das Land war zu klein. Also, was wir jetzt in diesen 25 Jahren zerstört haben, an Geist. Ja. Das dauert zwei Generationen. Mindestens. Ne? Und ich war zweimal in Afghanistan. Das ist auch ein Apparat schick. Ich habe gar nichts persönlich gegen jemanden, aber der ist auch nur über Gewerkschaft. Ne? Der ist kein Praktiker. Der kann Reden halten wie Khrushchev und Brezhnev, sage ich mal. So. Und vor wem ich ganz große Hochachtung habe, ist wirklich unser Matthias Heil. Ich stand auch in der Zeitung, er hat das Amt für Ministerposten verzichtet, weil vor 14 Tagen noch mit ihm gesprochen ist. Matthias, sag mir mal, du siehst mich schon vor einem Jahr, wenn wir eine Mission haben. Was für Ministerposten steht in deiner Tür? Ich bin in keiner Partei. Ne? Im Vierteljahr bin ich arbeitslos. Das habe ich mir vor drei Wochen gesagt. Ich sage, das ist so zerstritten. Also, die SPD ist immer parteilich zerstritten, die CDU ist zerstritten, die Linke ist viel mehr zerstritten. Ich sage, pass mal auf, hinten große Tonne, halt eure ganzen Gebetsbücher da rein. Ja. Wir müssen wahrscheinlich noch über was Neues nachdenken. Ne? Also müssen wir eine Vision entwickeln, was definitiv, auch immer. Ne? Ich habe die Lösung auch nicht, nicht Jesus und da nichts. Nein, ja, natürlich. So, ne? Aber einfach mal vernünftig. Das ist die letzte Wahl hier, bin ich bei jeder Partei am Tisch. Nach zwei Sätzen habe ich das Wort übernommen, also 10 Minuten mal weiß. Dann haben mir 10 Minuten mal zugehört, als ich jetzt Wahlkampf mache, dann haben die keine Argumente mehr gehabt. Sag, Jungs, warum soll ich euch wählen? Ja. Ich gehe schon gar nicht mehr zur Wahl, ich stehe heute auch in der Zeitung, das ist eine wichtige Entscheidung, weil da behalte ich lieber meine Stimme, dass ich irgendjemand gebe, der mir nichts erzählen kann. Ja. Nein, aber das ist wirklich schlimm. Das ist schlimm. Also, es ist ein Ding, wo wir da bewerben. Dann werden die sich über WhatsApp. Ja. Unser Chef, da wusste er gar nicht, da kam zu mir und sagte, sag mal, wie meine Nummer her. Und da hat ja nur überall Zettel geschrieben mit seiner Telefonnummer und da sagt er, sehr gerne, Herr Oschmann, hiermit bewerbe ich mich. Geil. Aber nur eine 30-Stunden-Woche. Das ist eine Kundennummer, ne? Also, da wusste ich gar nicht, wie es geschieht, das sage ich mal. Also, in der Hand halten möchte ich auch. Ich mag das altmodisch sein, wie das ist, aber das ist einfach. Vielleicht noch ein Selfie dazu. Ich denke, sie mir doch aber auch. Also,
Kind, das ist ein Mädel, das man heute gestrickt wird, über die Medien, das liegt ja bei der Oberschule. Den Punkt ist, haben die Jungen uns überholt, weil die Zugang auf Informationen, die wir gar nicht kennen. Da könnte das größte Missverständnis sein, sagen wir mal. Aber als das Buch auch hinten rum, da gab es viele Bücher in schlechten Büchern. Also das heißt, war immer so. So, das Internet ist schon eine super Erfindung gewesen, aber sie waren Erfindung der Wissenschaftler. Ne? Nicht hier, soll ja irgendwie blöd gehen, da nichts zu machen. Jetzt ist es aber so, da sage ich, Hammer, weil das ist ein tolles Werkzeug, was wir gar nicht mehr im Kopf haben. Ich sage nicht mehr durch, was da machbar ist. Morgen wird ein Kind nur als Kreis auf den Knopf gedrückt, ist das Kind los. Ich sage, das kann man nur auf die Super Hits mit dem Computer machen, das einfach für euch. Entschuldigung, mein Kind ist auf den Knopf gedrückt. Ja, war nicht böse gemeint. Das ist das Szenario. Das spielen Amerikaner durch, das spielen die Russen durch. Das ist doch kein Quatsch-Shit. Ja, das ist definitiv. Also, das ist ja wirklich. Also, wie gesagt, wir haben früher. Ich sehe es ja in unserer Untermieter. Die haben ein kleines Kind, die ist drei, ja. Die kommt, die geht hoch zu Sebastian, geht ans Handy. Die weiß den PIN. Die kann nicht sehen. Also, die kann trotzdem sehen. Nein, ja, die weiß den PIN. Und weiß genau, wo der Schlumpf ist. Ja, wir haben so einen Schlumpf auch. Der macht Schlumpfmusik und der singt ein bisschen. Da geht was los mit den Fingerchen. Tick, 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 bumm. Ja. Wenn er nicht mal einen Namen schreibt, aber das aber, ist das. Der Kleine konnte nicht lesen, aber er konnte die Nummern schon. Er hat erst die Nummer von seiner Mutter, von seiner Großmutter eingekriegt, das ist keine Hand, das hat immer wieder versucht. Und dann geht seine Tante ran und nur zu den Mutter ist hingefallen. Ich denke nochmal auch, es hat vieles Negatives. So, ne? Also wenn man so und so sieht, wenn ich dran denke, als das meine Kinder so klein waren, da gab es wieder hinten einen Kindspass, da gab es wieder einen da war ich auch dran, die müssen nicht wirklich die Uhr gucken. Und da gab es so eine Fernsehsperre, das war so ein Zahnfuß, könnte man praktisch länger und schnur. Das hat nicht einen Tag gedauert, hatte mein großes Informatiker jetzt, da war aber nicht so klein. Und jetzt bin ich knapp. Kommt da raus, kommt die Mütze an, was soll man sagen? Also, wie der Kreis ja. Das ist auch immer. War alles klar, ne? Hat ja, alles vergessen. Aber das ist halt so, da habe ich mit meinem Kind auch darüber gesprochen, also nicht verboten. Dass ich so groß war, weil ich keine Zigarette mehr hatte. Ich bin, zieht mal, weil ich noch wissen, als Kind rauche. Schmeckt auch nicht. Ne? Da kriege ich selber Angst, Kinder zu bekommen. Ja. Ja. Gut, ich will mal jetzt sagen, bei uns auf den Dörfern ist das immer noch, da gibt es jetzt, dass ich da ist, ab ins 18 Uhr sich wieder rein mehr läuft. Weil nämlich spätestens irgendwann am Fenster guckt und dann das Telefon geht, hier, was macht denn deine Tochter? Da passen, also das muss ich ja ehrlich sagen. Aber das Fahrzeug ist nicht rot, da kann ich mir angucken lassen. Ja, also das ist wirklich, also. Also das muss ich ja sagen, aber da kriegst du Angst, selber Kinder nicht weggesetzt. Weil machen kannst du nicht. Du kannst zwar dein Kind auch nicht erziehen, das ist alles richtig, ja. Aber falsche Freunde, und dann das wird das, da musst du auch nicht mehr tun. Da musst du nicht mehr tun, wenn ich das hier sehe, ja. Also um 9:30 Uhr, es ist kalt, es regnet. Mein Vater, der hätte mir aber was erzählt. Nur, das sind keine Kinder, das sind... Normale Kinder, wo irgendwo... Natürlich, Handwerker brauchen auch. Das ist richtig. Kinder für Kinder, das darf nicht jeder auf. Nein, das denke ich auch. Handwerker brauchen auch. Man merkt schon. Man merkt schon. Aber da wird nichts mehr passieren. Definitiv. Wir haben, also ich habe letztens gelernt, in dieser Firma, seitdem hat sich nie jemand ein. Ja. Nie. Er ist jetzt auch aus der Handwerkskammer ausgetreten, weil unser Chef verbleibt halt eben vieles noch manchmal mit früher. Früher war es halt eben so, die Lehrzeiten waren Lehrlinge, auch Weihnachten mussten die nicht mehr tun, weil sie eben nicht waren. Mir war das dann nur so, ich musste Weihnachten auch in die Schule, das hat mich interessiert, ob ich da kenne oder nicht. Ne? Und da hat er ein bisschen Theater gehabt, aber der hat ganz gut gesagt, pass auf, ich müsste ja dann auch auf den Weihnachtsmarkt. Die kommt im dritten Jahr ja wieder. Und da gab es ja eben richtig Theater. Das hat ihn geärgert, weil er denkt, zu der Zeit ging es doch auch und warum geht es nicht jetzt? Ja, aber der Stoff, das ist ja
ja viel, viel mehr, als was es vor 25 oder vor 30 Jahren war. Ja, natürlich. Ja, ich habe auch viele Dinge, also ich weiß eigentlich. Und was die Generation meiner Eltern hier sind, die sind standardmäßig auch die Abendschulen. So, heute brauchen wir 10 Jahre, und nach 10 Jahren können die wieder lesen und schreiben. Das ist ja irre. Für 3 Jahre, du könntest mal den Schnellkurs machen und dann geht ein halbes Jahr. Aber, Jetzt will ich mal aus meiner Frau. Wegen von Regierung. Aber der bessere Weg, Kinder in die Welt zu setzen und zu hoffen, dass die in die Schule gehen, ist doch nicht so sagen, wenn die ganz andere Interessen haben. Also mit Strich gerechnet, Kinder sind natürlich toll. Ja, natürlich. Und trotzdem sage ich, habe mir 2 Söhne, die ich dann nie gefragt. Das Beste, was mein Leben gemacht hat, alles andere muss ich sagen. Ich hätte das Wissen gehabt, dass die Empfindung so jung war.